Im ersten Testspiel, einen Tag später, hat er dann auch gleich weitere Taten folgen lassen. Beide Treffer erzielt gegen Kottan und jetzt kommt der FC Basel mit dem 1:0. Bereits in der 5. Spielminute ist es Kaka Tani. Das war zu einfach, da waren die Löcher zu groß in der Defensive der Löwen. Eben die Vertrag zumindest von Thorsten Fröhling verlängert. Jetzt kommt schon wieder der FC Basel. Ist Embolo nochmal schön abgelegt, Delgado. Und ganz wichtig, geblockt von Kai Bülow. Riesenmöglichkeit hier, kurz nach der Trinkpause. Also ohne sich großartig zu verausgaben, der FC Basel deutlich besser als die Münchner Löwen, die aber gewillt sind. Und jetzt auch hier mal schön kombinieren und da ist der Ausgleich. Ja, Wahnsinn, wer hatte das gedacht? Torwartfehler, dicker Patzer von Thomas Vlachlitsch. 31 Minuten gespielt, der Ausgleich. Und ich glaube, Kovac war es da von der rechten Seite mit der Flanke. Also jetzt haben sie es gesehen, wie es geht. Einfach den Ball nur irgendwie aufs Tor bringen. Kommen sie über die rechte Seite. Kovac, diesmal probiert das nicht direkt. Gut durchgelassen von Adler. Und da ist Halt! Und jetzt sehen sie das Spiel! Der Wahnsinn! Zweimal eiskalt zugeschlagen. Das geht doch! Da waren die Basler überhaupt nicht mehr konsequent. Und dann im Stil einer Spitzenmannschaft, die Münchner Löwen, eiskalt bestraft. Wieder über die rechte Seite, klasse gemacht, Kovac, der hat rechts offensiv begonnen, wurde dann zurückversetzt auf die Rechtsverteidigerposition und die scheint ihm mal richtig gut zu liegen. Lang, Kokkinakki, wieder lang, Delgado, zentrale Position, lässt dann Leutecker aussteigen, gute Schussposition, und ans Aluminium noch Schuss, knapp vorbei, Riesendusel. Jetzt für die Münchner Löwen, Gashi war es. Großgewachsene mit drin, Okotje, Wolf, abgeblockt, Nachschuss, Osman. Hängen geblieben, Simon setzt nach, nochmal, Osman, Riesenschuss! Und klasse Parade hier von Mirko Salvi. Sein für die Löwen Defensive. Chaka. Safari, guter Schuss, aber Ortega auf dem Posten. Transfers, no News gibt es noch keine. Das war der Schlusspfiff hier im Isauer Stadion in Geretsried. Der TSV 1860 München hat das Testspiel gewonnen mit 2:1 gegen den FC Basel.